Füchse. Schwer dort die Schussbahn zu nehmen und da hat man sich dann für den Querpass entschieden. Jetzt Hungerecker drin im Drittel, Svinnen an seiner Seite dran, kämpft da um die Scheibe. Hungerecker immer noch am linken Bullypunkt aus meiner Sicht. Jetzt Spielverlagerung auf rechts und der Puck ist im Tor. 1:0 für die Huskies in der 7. Minute von der linken Seite, der Querpass rechts rüber. Und dann sind die Huskies da und eventuell sogar mit Steve Hanusch. Ja, das ist er. Der Weißwasseraner also sorgt für die Führung hier. Ich will nicht sagen, an alter Wirkungsstätte, dafür ist das Stadion zu neu. Ein bisschen ist er schon weg, aber egal, zumindest in der Stadt, in der er Eishockey spielen gelernt hat. Thorsten Hanusch auf der rechten Seite völlig frei. Schmidt versucht den Passweg durchzustellen und dann der Pass von Hungerecker rein in den Slot. Da kommt aber erstmal keiner ran. Trotzdem weiter McKenzie und die Huskies in Scheibenbesitz. Noch 24 Sekunden und jetzt freie Schussbahn für Hungerecker. Wiederum eiskalt ausgespielt. Von links nach rechts das Spiel verlagert. Da ging es zu schnell für die Lausitzer Füchse. Das ist das 0:2 in der 13. Minute. Hungerecker, der Torschütze zum 0:2. Also die Huskies in Überzahl, eiskalt, ein Überzahlspiel, ein Tor. Oswald war aufgerückt, aber kommt nicht durch. Naja, nee, es sieht nicht gut aus, muss man wirklich sagen. Achtung, erstmal die Huskies kurz vor dem Tor und da ist das 0:3 in Unterzahl. An der Bande nicht aufgepasst, es fehlt so ein bisschen die Spannung bei den Lausitzer Füchsen. Und das ist die Konsequenz. 2 gegen 2 fahren sie. Und es steht 0:3. Ist das die Vorentscheidung? Kommt jetzt raus und macht was? Tor. Also 0:3, die Huskies in Unterzahl erfolgreich. McKenzie und drauf und rüber. Hungerecker. In die Mitte, ins Tor. Toni Ritter mit dem 0:4. Und ich glaube, das ist sowas wie die Vorentscheidung in diesem Spiel. Zweites Überzahlspiel für die Huskies. Und sie machen das 4:0. 22. Minute, ein Powerplay-Tor. Hanusch ist da und zweiter Duell da an der Bande. Franz Repp geht aus dem Tor, Strafe angezeigt. Schmidt schießt auf den Kasten, gibt es einen Nachschuss. Nein, der Arm vom Assistenten, vom Schiri meine ich, ist oben. Scheibe ist raus und jetzt gibt es einen Faustkampf da unten in der Ecke. Und jetzt sind dort zwei Husky-Spieler und zwei Weißwasseraner beteiligt. Und jetzt kommen gleich noch ein paar dazu. Wüste Keilerei, wer ist alles mit dabei? Rein Wartig sehe ich dort, der da sich versucht, an einem Husky-Spieler abzuarbeiten. Florian Lüsch, glaube ich, eher. Schmidt ist da auch noch zu sehen. Ein Helm ist ab, der von Müller und ein Husky-Spieler unten auf dem Eis. Bronito hat den Helm auch abgenommen. Naja, da gab es, glaube ich, auf dem Weg zur Bank auch nochmal ein Tête-à-Tête, während wir uns da gerade auf die Ecke konzentrierten. Naja, da wird der Schiedsrichter, glaube ich, hier nochmal was zu tun bekommen. Also, Braden Pym hat am Ende den Faustkampf, glaube ich, gegen Lüsch verloren. Ja, also das ist nicht so schön. Ich glaube, da kannst du heute nehmen, wen du willst. Entweder ist die Aufregung zu groß, jetzt De Blois in Unterzahl. De Blois und erneut ein Unterzahltor durch die Huskies. Das 0:5. Eine Sekunde noch, die Strafe gegen Ritter. Wir sind in der 38. Minute. 0:5. De Blois, der Torschütze. Ein Solo in Unterzahl. Also zweimal Unterzahl, zweimal Überzahl für die Huskies. Auf den Knien spielt noch den Querpass. Der kommt aber nicht an. Boac jetzt, Götz reingefahren ins Drittel. Natürlich
Jetzt war die Spannung hoch. Oh, jetzt geht's hier. Bohatsch gegen wen da auf Seiten der Huskies. Der geht in jedem Fall zu Boden. Bojakinov, der duckt sich weg und hält sich das Gesicht. Also bei Faustkämpfen zumindest heute die Lausitzer Füchse mit einem Mann mehr. Und Bohatsch peitscht hier das Publikum nach oben und fordert zu mehr Unterstützung auf. Also Bojakinov wieder auf der Strafbank. Und das war auch eine Szene jetzt. Als Bohatsch runterkommt, steht Nick Brunito auf und klatscht da ab mit ihm und schreit ihn ins Ohr. Hast du gut gemacht, höchstwahrscheinlich von hier oben schwer zu erkennen. Im Trikot der Lausitzer Füchse. Swoboda kämpft da jetzt mal gegen Mapes um die Scheibe. Blaue Linie, Oswald. Viel Verkehr vor dem Goalie. Nachschuss, nochmal die Scheibe quer mit der Rückhand. Und es ist da drin, tatsächlich. Tatsächlich. Das 1:5, Dennis Swinnen. Nimmt nochmal einen Abpraller mit der Rückhand auf. Unter die Latte. Puck fällt runter. Und der Ehrentreffer, zumindest der ist noch gefallen. Das 1:5. In der 57. Minute. Durch Swinnen in Überzahl. 8 Sekunden noch die Strafe. Wäre gelaufen gegen Marco Müller. Aber ich sag mal so, wir gucken erstmal auf Spiel 5 am Freitag. Hier, das Spiel ist durch. Die Huskies, klar, die bessere Mannschaft. Der Sieg geht absolut in Ordnung. 3:1 steht es jetzt in der Serie. Freitag also die Chance für die Mannschaft von Rico Rossi, alles klar zu machen. Oder für Weißwasser, wie gesagt, nochmal zu einem Heimspiel zu kommen. 3:2:1, das war's. Trotzdem stehen sie auf und klatschen alle hier im Stadion rund. Das war's. Spiel 4 ist Geschichte. Wir haben zwar 3 Tore von Weißmeister Rahnert gesehen, aber die auf der falschen Seite.